Moin Leute, was geht? Moin Leute, 0 Uhr 15. Moin Leute, moin Leute, hey, moin Leute. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht, hattet eine schöne Zeit mit Freunden und Familie. Ich melde mich jetzt auch mal wieder mit einem sehr, sehr besonderen Video. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel eh schon gelesen. Es geht heute um dieses Paket da hinten. Es wird nämlich endlich Zeit, dass wir es zusammen auspacken. Es ist schon nach 12 Uhr, also in der Nacht. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als jetzt ein Video für euch zu drehen. Nein, Spaß beiseite, Freunde. Ich habe so Bock, jetzt ein Video für euch zu drehen, dieses Paket mit euch zusammen auszupacken und mal nachschauen, was sich darin befindet. Ich weiß es natürlich schon, ihr noch nicht. Ihr werdet wahrscheinlich sehr gespannt sein, was es alles kostet, wie das funktioniert, was ich damit machen werde, werde ich alles im Laufe des Videos erklären. Ich würde sagen, Freunde, ich suche euch jetzt erstmal ein schönes Plätzchen aus, wo ihr einigermaßen was seht, bei meinem professionellen Unboxing wieder. Und mein Messer muss ich natürlich auch wieder suchen. Ich habe keine Ahnung, wo das wieder hingekommen ist. Freunde, da ist das gute Schätzchen. Aber wir werden heute nicht nur ein Paket aufmachen, sondern natürlich noch ein zweites. Jetzt suche ich euch erstmal einen chilligen Platz, damit ihr auch ein bisschen was vom Unboxing seht. Ich hoffe, dass der Akku auch reicht. Ich stelle euch jetzt einfach mal vor die Bildschirme. So, ich muss jetzt noch ganz kurz meine Adresse hier wegrubbeln, weil ich will natürlich jetzt nicht jedem zeigen, wo ich wohne. Deswegen gebt mir mal kurz eine Minute. 2000 Jahre später. Ich habe hier ungefähr gar keinen Platz mehr. Hier sind zwei Sachen drin, zwei Artikel. Die habe ich jetzt auch schon hier, ich glaube, eine Woche rumstehen. Und, ich habe ein neues Unboxing-Messer, Leute. Ein Teppichmesser, was auch funktioniert. Und ich habe mir jetzt für das Jahr 2020 einiges wieder vorgenommen. Ich werde diesmal weniger Versprechen machen, die ich nicht halten kann. War das jetzt richtig? Also ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt nicht wieder sagen, hey, das und das wird passieren. Und im Endeffekt passiert überhaupt nichts. Sondern es wird hier trotzdem einiges passieren, was alles kommen wird. Und was ich hier noch machen werde, erzähle ich vielleicht heute noch oder im Laufe der anderen Videos. Deswegen, Leute, gleich mal Glocke aktivieren oder ein Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Warenwert, lasst mich kurz rechnen. Was habe ich gezahlt? Ich glaube auch 300 Euro, Freunde. Und ich mache es jetzt einfach mal auf. Ich bin so hyped. Das Erste, was uns entgegenkommt, wieder Müll. Super. Freue ich mich wieder sowas von. Oh Gott, Leute. Oh, wir fangen jetzt erstmal mit dem Kleinen an. So, klein, aber cool. Und zwar haben wir hier ein, ich weiß, das ist jetzt nicht spektakulär oder so, aber ich finde es ziemlich geil. Und zwar eine Kopfhörerhalterung für meinen Schreibtisch, weil ihr wisst, ich habe eine große Fläche, ich habe so viel Kopfhörer. Meine Kopfhörer hängen immer über meinen Mikrofonarm. Damit ich das nicht mehr machen muss, habe ich mir jetzt hier so einen Kopfhörerhalter für meinen Tisch mit dieser Klemme extra bestellt. Es gibt die auch noch in anderen Variationen, aber ich wollte eine Tischklemme haben. Der Preis war gut, ich glaube 15 Euro oder so, keine Ahnung. Ich verlinke es euch mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken. Ich würde sagen, das andere tue ich jetzt noch kurz auf die Seite. Ich weiß, ihr könnt auch nicht abwarten, was in diesem großen Paket sich befindet. Mein Gott, ist der Flo einmal da, ist hier schon wieder Dreck wie nochmal was. Boah, das ist groß. Also hier befindet sich jetzt nur noch eine Anleitung. Aber ganz ehrlich, wer dafür eine Anleitung braucht, dem ist auf jeden Fall nicht mehr zu helfen. Ich würde sagen, wir schauen uns das noch kurz an. Von der Marke Graffiti habe ich noch nie was gekauft. Schauen wir mal, wenn es gut ist, haue ich eine schöne Amazon-Bewertung raus. Hier, wie gesagt, diese Tischklemme. Selbsterklärend eigentlich. Hinschrauben, Kopfhörer drauf. Und so wie es aussieht, kriege ich da, glaube ich, zwei oder drei Paar Kopfhörer drauf. Ich habe das jetzt mal kurz festgemacht.
Ich find's optisch echt geil. Gut, Headset kommt jetzt nicht dahin, aber meine guten One Audio Kopfhörer, zack, hängen die jetzt schön hier an meinem Setup. Die hangen jetzt immer über diesen Mikrofonarm. Jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Das heißt, ich hänge sie einfach nach dem Produzieren, nach dem Nutzen einfach über meine neue Halterung. Kommt wie gesagt noch ein zweites Paar drauf. Finde ich sehr, sehr geil. Und hier kann man, glaube ich, die Kabel oder so verlegen. Aber um das Video jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, schauen wir einfach, was noch drin ist. Und zwar, Leute, ich habe mir ein neues Objektiv für meine Kamera, also für diese Kamera gekauft. Und zwar ein 50mm 1.8 Festbrennweitobjektiv. Und zwar habe ich jetzt eigentlich die komplette Allround-Kamera für Vlogging und Fotografie. Es heißt ja immer, wer viel fotografiert oder anfangen will mit Fotografieren, ist mit einer Festbrennweite gut bedient. Ich habe mir 50mm geholt, die hatte ich damals auf meiner Canon-Kamera auch. Ihr könnt da gerne die Bilder mal abchecken, schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei, falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr mir auch da gerne folgen. Kommen immer ziemlich lustige Stories. Ich würde sagen, Freunde, wir packen jetzt zusammen das große Paket aus, ohne Scheiß. Leute, ich habe echt lange überlegt, ob ich es mir bestellen soll. Und es haben mich so viele jetzt gefragt, wann ich es endlich mal auspacke und in einem Video zeige. Und ich würde sagen, wir packen das genau jetzt aus. Ich muss hier kurz wieder meine Adresse wegreißen. Luis ist natürlich wieder vorbereitet wie nochmal was. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das auf jeden Fall vorsichtig aufmache. Weil das gute Stück hat mich 300 Euro gekostet, Freunde. Und es war echt eine lange Überlegung, ob ich mir echt bestellen soll. Und ich habe es jetzt 3 Wochen hier auf meinem Sofa liegen gehabt. Jetzt muss ich nur schauen, wo geht's hier auf? Hier geht's auf. Hier geht's nicht auf. Ohrenorgasmus. Man kann noch nicht viel sehen. Es werden sich jetzt viele denken, what the fuck? What the fuck, Luis, was hast du denn da bestellt? So, wie tue ich das jetzt am besten raus? Einmal so. By the way, Leute, das ganze Zeug hier, beziehungsweise die ganzen Sachen, die ich euch jetzt hier zeige, habe ich mir selbst gekauft. Keine Produktverlinkung oder sonstiges. Ich wollte euch nur sagen, falls ihr auf der Suche nach Musikinstrumenten, Musiksachen seid, Musikequipment, schaut gerne bei Thomann vorbei. Ich bin mega zufrieden, ich bin schon jahrelanger Kunde und die haben mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Es kann mal sein, dass ein paar Sachen 1-2 Tage später kommen, aber ihr kriegt die Sachen trotzdem immer eigentlich zeitnah. Hier steht jetzt auch nochmal Eventone. Gut, hier steht schon drauf, was es ist. Das will ich euch noch nicht zeigen, sondern wir müssen uns das mal zusammen anschauen. Ganz vorsichtig, Luis. Ganz vorsichtig. Und dann machen wir hier noch. Und. Oh, Anleitung. Braucht wieder kein Mensch. Okay, vielleicht brauche ich sie. Weiß ich noch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stinknormales Netzteil. Junge! Also, ein Kabel. Beziehungsweise nicht Netzteil, sondern Netzstecker. Das hier ist das Netzteil selber. Ich habe es auf den Bildern schon gesehen, aber ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist. Aber da merkt man halt, dass man für sein Geld was bekommt. Ta 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 ta. Kann man sehen, Leute? Boom. Ein Eventone Mix Cube aktiver Lautsprecher. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich das gute Stück aus der Folie befreie. Also verpackt ist es schon mal echt sehr gut. Lob an Thomann. Ja, du Scheiße. Aber es ist eigentlich schon traurig, dass ich das
Teil, beziehungsweise die zwei Sachen, fast 3 Wochen hinten rumflacken habe. Und ich habe mir genau diesen Lautsprecher gekauft für die Musikproduktion. Und zwar wird der mir wahrscheinlich so enorm helfen beim Abmischen beziehungsweise beim Mastern und Mixen. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Wie krass sehen diese Kühlrippen aus? Junge! Hier unten klebt schon mal Schaumstoff, das ist sehr geil. Und hier haben wir das gute Stück, Freunde. Dieser Lautsprecher kostet 300 Euro. Und was der alles kann und wie der funktioniert, würde ich sagen, werde ich in einem neuen Video euch zeigen. Denn das Video ist jetzt schon 20 Minuten lang und ich glaube, jetzt haben die meisten schon abgeschaltet. Deswegen, Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, was ich damit machen werde, wie ich das Ganze anschließe, dann aktiviert jetzt soweit, wie gesagt, die Glocke. Dann verpasst ihr das nächste Video nicht, wenn ich, wie gesagt, dieses Teil, diesen Lautsprecher ausprobiere. Ich bin selber gespannt. Ich habe den durch einen Kollegen, beziehungsweise es war eine Empfehlung vom Kollegen, der macht selber Musik. Grüße gehen raus, Dani. Falls du noch meine Videos schaust, der macht selber Musik, komplett andere Richtung wie ich, aber ich bin damals in sein Studio gekommen und das allererste, was ich gesagt habe, so, hey Dani, was ist das für eine Box? Dann hat er gesagt, Luis, hör dir diesen Sound mal an. So, mehr sage ich dazu nicht, Freunde. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Seid auf die Audioqualität gespannt, was aus diesem kleinen, aber teuren Lautsprecher kommt. Falls jemand von euch einen Eventone Mix Cube oder generell Eventone kennt oder vielleicht auch besitzt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich würde jetzt sagen, Freunde, ich verabschiede mich jetzt zum 10. Mal. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und mein Schatz.